Sie sind dazu verpflichtet, Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung jederzeit Folge zu leisten. Achten Sie darauf, dass Ihr Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz oder in dem Gepäckfach über Ihnen verstaut ist. Das schwerste Gepäckstück ganz hinten. Notausgangsreihen, Gänge und Bereiche vor Trennwänden müssen jederzeit freigehalten werden. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit nichts herausfallen kann. Zum Schließen des Sicherheitsgurtes führen Sie die beiden Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Sie öffnen den Gurt durch Anheben des Verschlusses. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sollten Sie den Gurt jederzeit geschlossen und gut sichtbar halten. Leuchten die Anschnallzeichen auf, gehen Sie bitte zu Ihrem Platz und legen Sie den Gurt an. Zulässige elektronische Geräte dürfen im Flugmodus verwendet werden. Geräte, die nicht in einer Hand gehalten werden können, müssen bei Start und Landung sicher im Handgepäck verstaut sein. Sollte ein Gerät zwischen die Sitze rutschen, verstellen Sie nicht Ihren Sitz und informieren Sie ein Besatzungsmitglied. Gleiches gilt, falls Ihr Gerät beschädigt ist, sehr heiß wird oder zu qualmen beginnt. Elektronische Geräte dürfen nur unter Ihrer Aufsicht geladen werden. Das Rauchen ist im gesamten Flugzeug einschließlich der Toiletten nicht gestattet, da dies ein Nichtraucherflug ist. Der Gebrauch von E-Zigaretten ist ebenfalls verboten. Dieses Flugzeug hat 8 Notausgänge, 4 auf jeder Seite des Flugzeugs. Sie befinden sich im vorderen, mittleren und hinteren Teil der Kabine und sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Nehmen Sie sich kurz Zeit, um den nächstgelegenen Notausgang zu finden. Er kann auch hinter Ihnen liegen. Im Falle schlechter Sichtverhältnisse markieren Leuchtstreifen im Boden und Leuchtschilder den Weg dorthin. Um die Notausgänge zu öffnen, bewegen Sie den Hebel in Pfeilrichtung. Durch Öffnen der Türen im Notfall blasen sich die Notrutschen automatisch auf. Falls nötig, können einige Rutschen vom Flugzeug getrennt und als Floß oder Schwimmhilfe genutzt werden. Im Notfall lassen Sie Ihr Gepäck zurück und ziehen Ihre hochhackigen Schuhe aus. Dieses Flugzeug ist mit einer Druckkabine ausgestattet. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus dem Deckenfach über Ihnen. Ziehen Sie eine der Masken zu sich heran, um den Sauerstofffluss zu starten, und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Befestigen Sie die Maske mit Hilfe der elastischen Bänder. Setzen Sie erst Ihre eigene Maske auf, danach helfen Sie anderen. Es folgt ein kontrollierter Sinkflug auf eine geringere Flughöhe, auf welcher keine Masken benötigt werden. Ihre Schwimmweste befindet sich unter Ihrem Sitz. Auf Anweisung der Besatzung nehmen Sie die Weste und ziehen Sie diese über Ihren Kopf. Führen Sie den Gurt um den Körper, haken Sie ihn ein und ziehen Sie ihn fest. Blasen Sie die Weste nicht im Flugzeug auf. Unmittelbar beim Verlassen des Flugzeugs ziehen Sie an dem roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls nötig, kann die Weste mit Hilfe des Mundschlauchs aufgeblasen oder nachgefüllt werden. Die Weste verfügt über eine Pfeife sowie ein Licht, das bei Kontakt mit Wasser aufleuchtet. Falls die Besatzung Sie zur Einnahme der Schutzhaltung auffordert, stellen Sie sicher, dass Ihr Gurt fest geschlossen ist und tief auf Ihren Hüften sitzt. Stellen Sie dann die Füße leicht auseinander, fest auf den Boden. Abhängig von Ihrem Platz lehnen Sie sich entweder nach vorn mit den Händen.
Schön, prepare for departure.